Herzlich willkommen zu dem versprochenen Mitmach-Kunst-Video, generiert und zusammengestellt aus Keyword-Kommentaren unter dem Data-Management-Video. Ich handle die Suchwörter in alphabetischer Reihenfolge ab und starte mit Explosion. Die Aufnahme, die hier schon im Hintergrund läuft, ist von irgendeiner Uni-Veranstaltung und zeigt eine Trafo-Explosion, XFRM-Blast. Das Feuerzeug ist schüchtern. Erwachsene Kinder tagsüber am Böllern. Und ich war noch Kamerafrau und hab nichts gesagt. Kein Kommentar. Und nicht nur Trafos, sondern auch Leistungsschalter können explodieren. Der davor steht, der hätte erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigung erfahren. Muss man vorsichtig ausdrücken. Silvester 2011. Die Exkursion zu einem Energiekabelwerk begrüßt uns direkt mit einer schönen Rauchwolke. Achtung, Eisbombenexplosion! Die folgenden Aufnahmen zeigen die Auswirkungen einer Explosion. Und ich musste mir schwer überlegen, ob das nicht vielleicht zu kompromittierendes Zeug ist. Aber dann habe ich es mir nochmal genau überlegt und bin zum Schluss gekommen. Eigentlich ist das pädagogisch sinnvoll, das hier mal zu veröffentlichen, weil ich dadurch eine Sicherheitsinfo streuen kann. Warnhinweis: Solche Drahtbundwiderstände hier sind wie Pistolengeschosse, wenn die explodieren. Also niemals überlasten. So, Ich hatte gerade einen kleinen Unfall. Also hoffentlich ist alles in Ordnung. Das Einzige, was kaputt gegangen scheint, ist dieser Widerstand da, der vermutlich hier irgendwas rausgeschossen hat und dann, ja, was mache ich jetzt? Wenn ich da jetzt gegenhau, fällt das runter? Muss das für Buntglas sein, darf man nicht später nehmen. Was ist das für komische Geräusche? Und ich habe mal gerade die Timecodes der Aufnahmen gecheckt und mir ist aufgefallen, das war ein Sonntag. Sonntag 22 Uhr. Sophia sitzt im Labor, macht irgendwelche Messungen, aber wenigstens war ich nicht alleine. Ein eifriger Kollege war noch mit dabei, als Zeuge. Also der Ärger, den ich bekommen habe, der hielt sich in Grenzen. Da ist ja nichts passiert eigentlich. Wer war schuld? Das war ein 3,3 Ohm Widerstand, den ich parallel zu 10 Ohm Widerständen geschaltet hatte. Und der war in der 10 Ohm Kiste drin. Der hatte zwar das gleiche Package, das gleiche Gehäuse, aber eine andere Nummer draufstehen. Immer doppelt checken, bevor man irgendwas einbaut. So, jetzt wisst ihr es, jetzt habt ihr was gelernt fürs Leben. Dann ist mir mal so eine Schuko-Steckleiste mit einem Wippschalter explodiert. Als ich auf den Wippschalter drücken wollte, um das auszumachen, habe ich leider nicht drauf. Die Szene, wie es passiert ist, aber die Schmauchspuren an der Hand waren deutlich zu sehen. An der Schuko-Steckerleiste war nichts angeschlossen, außer einer Lötstation, die aber schon ausgeschaltet war. Das ist auf der Arbeit passiert, hat aber keinen interessiert. Das Ding war, dass das schon vorher ein bisschen kaputt war, wie man mir dann sagte und auch wie ich selbst gespürt habe, weil dieser Schalter war schon irgendwie locker gewesen. Also merken, für eure Sicherheit. Hier nochmal der Hinweis, Schuko-Steckleisten mit Wippschalter können explodieren. Nie unter Last ausschalten, am besten direkt einfach den Stecker rausziehen. Nächstes Keyword, Fahrrad. Da gab es eine ganze Menge, das bin ich. Und das ist mein kleiner Bruder. Und das bin ich, wie ich Rosenmontag 2009 auf einem alten Drahtesel durch Aachen fahre, in einem Mozart-Kostüm. Diesmal kein Funke-Mariechen. Ha, ich hab's geschafft. Ich schau mir den ganzen Mist jetzt erstmal an. Die nächste Szene startet mit einem leckeren, halbgeschmolzenen Eis. Da bringe ich schon mal das Sommerfeeling ein hier. Da sind die Fahrradfahrer. Warum parken die alle hier? Was gibt's hier? Das war Maastricht 2009. Bierbike 2010. Ja, wer fährt bei so einem Wetter Fahrrad? Bin total eingeschneit. Ich bin ein bisschen eingeschneit. Actionsequenz Belgien 2011. Hier ist extrem viel auf die Straßen aufgemalt. Ich bin mir nicht sicher, wo ich lang muss. Es steht nirgendwo, wo es nach Aachen geht. Tja, hab ich mich verfahren. Der Turm kommt mir bekannt vor. Hoffentlich gehst du nach Aachen. Hier ist die Lohmühlenstraße. Und hier in diesem Haus bin ich geboren. Ich fahre jetzt nach Hause. Es folgt eine Sammlung an Gesichtsausdrücken, ein Wechselbad der Gefühle. Moment, gleich kommt der Einstein, eine 1A Albert Einstein Impression. Und das alles beim Fahrradfahren. Man weiß es nicht. Ich sollte Schauspielerin werden. Ja, damals, 2012, gab es noch Schnee, schon wieder ein eingeschneites Fahrrad, diesmal vom Macho-Mollweg, Studentenwohnheim in Aachen. Ein Fahrradhelm samt Ohrenwarmhaltmütze. Wenn ich hier immer bei Eis und Schnee Fahrrad fahre, ist das, glaube ich, ganz sinnvoll. Sicherheitstechnisch.
Und weil es ja auch immer so kalt ist, es liegt ja Eis und Schnee, ist das auch ganz sinnvoll. Fahrradhelmmütze. Die sieht total komisch aus ohne Fahrradhelm. Wie so eine Badekappe. Naja, tschüss. Es fühlt sich an wie 3 Wochen nach dem ganzen Schnee, den es hier gab. Und jetzt ist Sommer. Aber ich habe ja einen Helm auf. Dann geht das ja. Ist total heiß. Tschüss. Das eben war alles 2013 und ich habe mich anscheinend nur beim Fahrradfahren gefilmt. Einen Mangofruchtaufstrich habe ich gekauft. Und am Wegesrand fand ich ein Wrack. Nummernschild ist weg. Kaputtes Auto ist hier. Sieht klar aus nach illegaler Entsorgung. Naja, kann man nichts machen. Fahr mal weiter. 2013 gab es außerdem die volle Hochwasser-Experience. Zum Glück habe ich Tüten über den Schuhen. Das hat es voll gebracht. Tschüss. Hier wurde schon alles evakuiert in der Garage, aber ich lasse das Fahrrad trotzdem mal hier. Die haben fast alle ihre Autos in Sicherheit gebracht. Zum Glück habe ich kein Auto, nur ein Fahrrad. Meine Straße läuft voll Wasser. So, Fahrrad repariert. Extrem unfachmännisch hier. Die Bremsen nachgezogen und das sind hier so festgedrückt, damit das dann nicht immer so rausgeht. Das hier muss ich noch abmachen, weil das stört nämlich immer, wenn man im Rock fährt. Scheiße, geht nicht. Boah, scheiß Equipment, das ist alles zu stumpf. Ja, und das Licht habe ich repariert. Ich habe es extra abgebaut, so gesehen, woran es liegen könnte. Ja, ich habe hier an den Kabeln gemessen, kam keine Spannung an. Dann habe ich hier unten das Rote da reingesteckt und dann ging es wieder. Boah, ich bin total handwerklich unbegabt. Ich bin überhaupt kein Tüftler. Auch kein Bastler. Hauptsache es funktioniert, ne? Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Das hier ist mein neues Fahrrad. Ich bring's mal in den Keller. Mal sehen, wie lange es dauert, bis mir geklaut wird. So, ich bin jetzt auf dem Heimweg und fahre in meinem funkelmannlichen Kostümfahrrad. Ganz gut. Also ich weiß auch nicht, was ich mir dabei wieder gedacht habe. Ich filme mich, wie ich verkleidet Fahrrad fahre. Jedem das seine. Das war 1999. Hallo, hier bin ich auch. Mit Fahrrad. Ja, meins. Das Schrottfahrrad. Sophia hat ein viel besseres als ich. Ein neues. Ist ja auch neu. Na, seit Weihnachten ist das neu. Hoffentlich kriege ich zu Weihnachten auch noch ein neues. Und Aufnahmen von meinem allerersten Fahrrad habe ich natürlich auch. Weihnachten 1990. Draufsetzen und wegfahren. Schön. Bravo. Da war ich 2 Jahre alt, fast 3. Und das Fahrrad hat noch Stützräder. Alle Bauklötzchen in dem Wagen? Ja. Hab ich. Na Sophia, soll man gleich mal die Jacke anziehen und ein bisschen Fahrrad fahren üben? Ja, muss. Das ist aber ein tolles Mädchen, Sophia. Ja, so bremst man, ne? Muss man zurücktreten, dann bremst es. Ja, ist anstrengend, Fahrrad. Ist noch so bewältigt von allem. Das Kind. Ja, jetzt bremst du. Wie müsstest du so Trauermusik dazu spielen? Das hier ist wieder so ein geklauter Clip mit dem Titel Ich fuhr elektrisch. Das ist ja nicht Symbolcharakter, ne? Ein Elektroauto wird weggeworfen. Ich hab noch Speicher. Sollen wir nicht einfach mal ein Seil nehmen und das an den Greifen machen? Dann ziehen wir von unten das Ding gerade. Ja, oder Besen drücken oder sowas. Wir haben ein Seil hier, dann können wir das schnell machen. Jetzt geht's. Jetzt hast du den links rum. Jetzt ziehst du den Battery Pack. Jetzt drückst du drauf, bitte. Ey, aber hätte wohl einen Aufkleber machen sollen, dann fahre weg. Um das Keyword Marsch zu bedienen, hier der Trittstratschmarsch. Polka? Thank you.
Sophia auf großer Zugfahrt. Ziemlich drauf, ne? Sophia bei der Talabfahrt. Jetzt machen wir hier unten schön Tal. Sophia auf großer Lorenfahrt ins Bergwerk. Jetzt sieht man nichts mehr. Tschüss. Sophia auf Kreuzfahrt. Sophia auf großer Gondelfahrt. So, wir fahren jetzt wieder mit der Gondel ins Tal. Ah, zum Glück war ich heute nur mit halben Saffen unterwegs, auch wenn ich noch relativ fit. Sophia elektrisiert. Hand einfach drauflegen auf der Asphalt. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Schön ein bisschen schütteln, jawohl. 1000 Volt auch angelegt sind. So, jetzt kann ich bloß mal die Arme stellen. Jetzt passiert schon ein bisschen was, ja. Noch mal ein bisschen schütteln. Oh ja, jetzt, oh, jetzt ist toll, jetzt ist toll. Das sieht ja schon wieder so aus. Die Haarwintermode 2012, 2013. Vor allem, das bleibt jetzt für eine Woche so, ne? Haare waschen nutzt nichts, kein Shampoo, keine Kurpflege. Eine Woche lang bleiben die Haare jetzt so. Das hat man davon, wenn man sich von den Physikern in der Hochspannungsshow an den Thundercraft-Generator anschließen lässt. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zum Entladen. Entweder man gibt jemanden die Hand, den man nicht mag, ja? Oder der sanfte Weg ist, man greift diese Holzstange ganz am Ende an. Da fließt nämlich nur ein ganz kleiner Strom durch die Holzstange, da passiert nichts. Es passiert nichts. Anpacken. Es passiert nichts. Der Widerstand ist so groß von der Holzstange, dass man da keinen Schlag bekommt. Aber die Haare senken sich wieder ab. Sehr schön. Wunderbar. Kleinen Applaus für die nette Dame hier. Van de Graaff Bandgenerator-Experiment im karierten Gedächtnis-E-Techniker-Hemd. Und noch ein kleiner Kommentar zur Frisur. So kurze Haare sind echt unpraktisch, weil die so kurz sind, dass die ständig über die Schultern fallen, wenn man sich mal nach vorne beugt. Da lobe ich mir die langen Haare, die bleiben viel mehr am Rücken. Ich bin halt kein Zopfmensch. Das war im ersten Semester Elektrotechnik in der Physikvorlesung. Total heiße, hübsche E-Technikerin macht das Van de Graaff Bandgenerator-Experiment. Trotz aller Bemühungen ganz kritisch und grimmig zu gucken, wurde ich trotzdem fotografiert. Eine schöne Erinnerung. Zum Abschluss eine Aufnahme zu glücklicheren Jahren. Papa, schau mal! Hier! Genau so macht man das. Immer schön lächeln. Und damit tschüss und ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Episode. Und nur Mut, wer selbst so ein Filmchen basteln will, setzt bitte die Links dazu in die Kommentare. Weil Keywords habe ich schon genug.